Moin, moin, herzlich willkommen zu World of Tanks Folge 14. Ich hoffe, ihr habt die letzten Folgen genossen, denn ich habe sie genossen. Mir haben sie riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf diese Folge. Ich habe in der letzten nach der letzten Folge habe ich noch meine beiden Premium-Panzer verkauft. Einfach, weil ich nicht glaube, dass ich jemals mit diesen spielen werde, weil ich sie einfach furchtbar hässlich finde. Ist einfach so. Ich finde die abgrundtief hässlich. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade amerikanische Panzer kriegen musste. Und dann auch noch so. Oh, und ich drehe mich. Es ist echt. Anstatt einfach rückwärts zu fahren, drehe ich mich einmal im Kreis. Also das ist doch richtig schön dusselig. Was mache ich denn da? Ja, da fahre ich jetzt definitiv nicht hin. Oh Mann, das geht jetzt. Die Partie wird ganz schnell vorbei sein. Das weiß ich jetzt schon. Da kommen die nämlich jetzt gleich in der Masse, entweder lang einfach. Jupp. Wie ich vermutet hatte. Und das Problem ist, wir können da nicht mit zwei Panzern stehen. Wir können da immer nur mit einem stehen. Oh Mann. Eieieiei. Wenn ich da jetzt hinfahre, zerlegt es mich genauso. Nö. Keine Lust drauf, tut mir leid. Was mache ich da? Och du blöder Pisser. Pissbirne. Vor allem fahre ich da jetzt hin. Nicht so gut wie erledigt. Wie jetzt? Ich sehe die Silhouette, aber kann ich drauf feuern, ne? Jetzt kann ich drauf feuern. Udu boom. Ja, bleibt da stehen, ist gut. Du, du, du. Danke. Die zwei nehme ich doch gerne mit. Das freut. Die zwei nehme ich gerne mit. Mir nach. Oh. Hinter dir fahre ich her. Deine Panzerung ist etwas dicker als meine. Welcher? Naja, gut. Fahren wir mal dieses Wrack rum hier. Oh, das wird jetzt komplizierter. Schade. Einfach weil es ein Jagdpanzer war. Da konnte ich nicht viel tun. Die Ketten habe ich nicht gesehen. Ich hatte halt gehofft, dass ich da durchbrechen kann. Aber offensichtlich habe ich ihn noch nicht mal getroffen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, zwei feindliche Panzer auszuschalten. Das wird Punkte geben. Und vielleicht können wir uns damit auch demnächst einen weiteren Panzer der Briten leisten. Auch wenn es der Stuart ist. Ach ja.
Ja gut, mit dem M2 können wir gerade nichts anfangen. Gehen wir wieder mit dem Panzer 4 raus. Juhu. Ach ja. Wadi. Wadi, wadi, wadi. Wadi, 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 wadi. Apropos Vardy. Glaub Team. Team of the Season Spieler für Ultimate Team sind raus, aber will ich die? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war gerade Diablo 3 im PlayStation Storm Angebot. Ich glaube, da habe ich mehr Bock drauf, als dass ich mir für Ultimate Team für FIFA Spieler kaufe. Nö. Ich glaube, das lasse ich jetzt für den Rest der Saison. Also bis zum Ende der. Sag schon. Na. Ja, auch bis zum Ende des Spiels, bis dann FIFA 17 rauskommt. Dann könnte man nochmal wieder drüber nachdenken. R3 drücken, um zu zoomen. Ikit. Die Frage ist, will man das? Geh weg da. Ich bin ein Wehrmachtspanzer. Ich weiß, da stand nichts, aber ich wollte mal auf die Pyramide schießen. Bin ja froh, dass sie hier nicht auf die Idee gekommen sind, noch so Wettereffekte einzuführen, wie sie das bei Battlefield Hardline gemacht haben, wo sie gesagt haben, oh, mit der Zeit. So, jetzt verkrieche ich mich, nö. Okay, ich scheine ihn mehrfach getroffen zu haben. Warum er mir das erst so spät anzeigt, weiß ich nicht. Nun gut. Oh Mann. Fahren wir mal durch das kleine Städtchen hier. Ah, fast wieder Wäsche abgehängt, das wollen wir ja nicht, ne? Ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unsere Wäsche. Ah, da ist Wasser. Nö. Wasser ist nie gut. Ich glaube, jetzt habe ich die Wäsche abgehängt. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Sorry. Ah. Das war knapp. Es ist wahrscheinlich wieder ein Gegner, den ich nicht sehe. Habe ich gerade aus Versehen was Größeres kaputt gemacht. Das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid. Habt ihr ihn jetzt? Den feindlichen Feind, Feind? Jo, da ist er. Da war er. Okay, unsere Aufklärung ist nicht schlecht, aber. Mich. Dieses Klohäuschen muss weg hier. Jetzt steht er im Weg. Oh, Kollege. Was zum Geier?
Mist. Mist, Mist, Mist. Kann doch nicht sein. So, der M2 darf wieder. Dann wollen wir mal mit dem M2 loslegen. Juhu, auf geht's. Ab die Post. Didi. Haben Sie eine geringe Netzwerkgeschwindigkeit oder Latenz oder hohe Latenzbedingungen, ist das Gameplay davon beeinträchtigt. Ja, es tut mir leid. Abgelaufene Zeit schon 19 Sekunden. Was? 22 Sekunden? Ich warte jetzt schon so lange auf ein Spiel. Das kann nicht sein. Das ist böse. Mach hinne. Ich will zocken. Zocken, 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 zocken. Zocken. Bitte warten. Bitte warten. Kam das noch her? Das war auch irgendwie. Bitte warten. Einheit wird gebaut. Bitte warten. Einheit wird gebaut. Ja, ich hab's begriffen. Ich glaube, das war Dune 2000. Oh, glaube ich ja. Lang ist's her, lang ist er. Lange, lange, lange Zeit. Lange, 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 lange Zeit. Es ist ja nicht umsonst Juni 2000. Nein, aber wie gesagt, also ja, mal gucken. Nein, das hat nicht. Das war einfach nur, weil der Wartebildschirm war ja jetzt gerade so furchtbar, dass er ewig gedauert hat. Kann doch nicht sein. Ich will doch spielen. Genau. Uiuiui. Kritischer Treffer. Ha. Lödi, Gatscha, Arschloch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das ist ein anderer. Ach, beide kennen jetzt. Verdammt. Was soll's. Naja, gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Partien wir jetzt gespielt haben. Auch nicht schlimm. Was soll's, was soll's. Reicht erstmal für heute, für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Auf jeden Fall. Hat's mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Auf Wiedersehen.